Willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOAR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Heute zu einem durchaus auch krassen, sehr krassen Thema, zum Thema Vergewaltigung. Da habe ich eine bekannte, neuerdings Freundin auch irgendwie und Podcasterin, Carolina, eingeladen. Das Ganze hat sich so ergeben, dass wir vor einiger Zeit, da war ich zum Podcast bei ihr eingeladen, da wird sie euch auch was dazu erzählen, wir uns darüber ein bisschen näher kennengelernt haben und sehr viel Spaß hatten. Und ich habe sie als sehr, sehr glückliche, sehr, sehr lebenslustige Frau kennengelernt. Als ich dann das Video bzw. den Post über die Orange Days 2020 gepostet habe, hat sie sich bei mir gemeldet zum Thema, ja, du, also mir ist sowas Ähnliches passiert. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil das natürlich wieder mal so ein Beispiel ist mit, wir haben auch in eigenen Kreisen viele Opfer, die zuerst nicht darüber sprechen, was ihnen wirklich Schlimmes widerfahren ist und warum wir vielleicht auch mal unsere Augen besser öffnen sollten und mal ein bisschen aufpassen sollten, was in unserer Umgebung so vor sich geht. Aber mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Wir sprechen ja gleich über das Thema, liebe Caro. Vielen lieben Dank, dass du heute bei dem Podcast mit dabei bist. Und es fällt mir sehr schwer, über so ein schlimmes Thema mit dir zu reden, aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Vergewaltigung zu sprechen. Danke. Stell dich doch mal gerne vor. Wer bist du? Ja, danke dir, dass ich dabei sein darf und dass ich meine Geschichte erzählen darf. Und danke dir für die liebe Vorstellung. Ich bin Carolina, 22, arbeite aktuell in der strategischen Marktentwicklung in einem Technologieunternehmen in Süddeutschland. Bin selber seit über einem Jahr jetzt schon Podcast-Hostin. Am 1. Dezember geht mein zweiter Podcast an den Start. Der erste beschäftigt sich eher mit dem Thema Vertrieb und Unternehmertum. Der zweite dann tatsächlich auch etwas mehr mit dem Thema Gesellschaft, gesellschaftliche Fragen, Millennials. Und auch so ein bisschen so das Thema Zukunftsängste und Dinge, die uns alle beschäftigen. Und ja, ich habe mich bei Moni gemeldet, weil ich es langsam nicht mehr mit mir selber vereinbaren kann, dass mir das passiert ist und dass ich, glaube ich, bisher mit zu wenigen Menschen drüber gesprochen habe. Nicht, weil ich jedem meine Geschichte aufs Auge drücken möchte, sondern weil ich ja auch einen Teil dazu beitragen kann, hier so ein bisschen Awareness zu schaffen. Genau, und deswegen bin ich heute hier. Ja, das Thema Vergewaltigung ist so eines der Tabuthemen schlechthin in der deutschen Gesellschaft, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn es in eigenen Kreisen passiert, so, also was, hä, nee, du hast doch bestimmt dies gemacht und du hast doch bestimmt das gemacht. Und deswegen finde ich es umso wichtig und umso bewundernswerter, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst, weil es ist, wie gesagt, ein Tabuthema. Aber darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Um vorerst mal zu definieren, was Vergewaltigung denn überhaupt ist, gesetzlich, rechtlich gesehen, möchte ich mal einen kurzen Abschnitt vorlesen, was Vergewaltigung ist in dem Sinne. Vergewaltigung ist nach Artikel 36 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, Istanbul-Konvention, das nicht einverständliche, sexuell bestimmte, vaginale, anale oder orale Eindringen in den Körper einer anderen Person.
Wie ihr seht, ich könnte das nicht mal gerade normal vorlesen, weil ich natürlich auch über deine Geschichte nachdenken muss und mich das sehr mitnimmt. Deswegen, liebe Caro, kannst du uns vielleicht erzählen, was deine Erfahrung war, als du vergewaltigt wurdest? Was ist dir da widerfahren? Wie ist das passiert? Wer war das? Und ja, kannst du vielleicht darauf eingehen? Sorry, ich bin voll emotional gerade. Deswegen ist es alles, wichtig, dass du sprichst. Alles gut. Vielleicht von meiner Seite noch ein kleiner Disclaimer. Ich kenne natürlich die anderen Frauen nicht, die jetzt in diesem Podcast dabei waren. Aber jeder, der etwas näher am Wasser gebaut ist oder der Gewalt und die Erzählung von Gewalt und auch die Erfahrung von Gewalt nicht alleine ertragen kann, der sollte sich jemanden dazu holen und das jetzt mit jemandem anhören. Ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ich werde schon ein bisschen was erzählen und ich kenne Menschen, die sowas nicht ertragen können, was auch vollkommen okay ist. Jetzt zu meiner Geschichte. Ich war damals 16 und es war Herbst. Jeder, der in Süddeutschland lebt, bei uns ist ja das Thema Weinanbau sehr groß. Wir hatten ein Weinfest in der Stadt und ich habe mich eben mit Freunden getroffen, kleine Gruppe, 6, 7 Leute. Und wie es dann eben so ist, es wird dann später und es zieht sich dann noch alles ein bisschen. Man ist angetrunken und man hat Spaß und man hat einfach einen schönen Abend, weil sich das jetzt vielleicht auch der ein oder andere fragt, was hattest du an? Ich hatte eine Jeans an, ein T-Shirt und eine grüne Hemdjacke drüber, dazu Sneaker und eine Umhängetasche und ein Dutt. Also nichts besonders Sexualisiertes. Ja, wir standen dann auf dem Marktplatz bei uns hier in der Stadt, also bei meinen Eltern in der Stadt, zusammen. Und da war ein gemeinsamer Bekannter von Freunden und mir dabei. Also ich kannte ihn nicht persönlich. Wir kannten uns vom Sehen. Wir hatten uns schon 1, 2 Mal gesehen, aber mehr auch nicht. Wenn man ja immer sagt, das sind dann meistens doch Männer, die man kennt. Und es war wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 11. Es war auf jeden Fall schon dunkel. Und er war schon sehr angetrunken. Also er wirkte zumindest sehr angetrunken auf mich. Und dann meinte er, er muss noch Geld holen, weil wir dann typisch mit 16, 17 geht man dann eben in Rewe, 24 Stunden Rewe, holt sich noch irgendwie einen Karton Wein oder so und setzt sich an den Fluss. Irgendwie sowas war der Plan. Ich habe es tatsächlich dann auch verdrängt. Und er meinte, er müsse noch Geld holen. Und alle anderen meinten, ja, aber wenn wir uns jetzt nicht beeilen, dann bekommen wir keinen Alkohol mehr. Habe ich gesagt, komm, hey, ich gehe mit dir mit. Nicht, dass du uns jetzt irgendwie noch in der Bank einschläfst. Und dann kommen wir eben dorthin. Okay, gut. Und dann sind die eben zum Supermarkt und wir sind in Richtung Bank gelaufen und waren dann bei der Bank. Er hat Geld abgehoben, alles ganz normal. Wir haben uns auch ganz nett unterhalten. Und dann auf dem Rückweg ist er auf einmal in so ein... Also er meinte, er will jetzt eine Abkürzung laufen. Ich kenne mich in der Stadt hier ja auch aus. Also ich wusste, das ist schon auch eine Abkürzung. Das kann man machen. Und dann sind wir eben die Abkürzung gelaufen und auf einmal hat er mich in so einen dunklen Hinterhof gezogen. Da standen, keine Ahnung, es war ein Auto, es war Samstagnacht, es war so ein Bürogebäude, wo vorne ein Ladengeschäft drin war und oben eben dann Büros drin, also da war auch keiner mehr. Und es ist total schwer, darüber zu sprechen, weil ich das ab einem gewissen Punkt einfach ausgeblendet habe. Ich wusste, hier läuft gerade was gewaltig schief und ich wusste aber nicht, was passiert, wenn ich jetzt was sage. Was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Was passiert, wenn ich jetzt schreie oder wenn ich einfach weglaufe? Und ich glaube, ich habe damals nicht Nein gesagt und einfach mitgemacht, weil ich Angst hatte. Und wir sind dann danach in Richtung Innenstadt gelaufen. Ich war so perplex. Also spätestens, als es dann vorbei war, hätte ich eigentlich
mein Smartphone rausholen und entweder meine Eltern oder die Polizei anrufen sollen. Und ich habe beides nicht getan, sondern ich bin dann mit ihm zusammen zurück zu meinen oder zu unseren gemeinsamen Freunden und war dann noch 5 Minuten dabei und dann bin ich heimgelaufen. Aber ich habe mich so dreckig gefühlt und ich war total paranoid. Ich hatte auf dem Rückweg, ich hatte so Angst, dass der jetzt hinter mir herläuft und das nochmal macht. Und ich wusste ja auch nicht, was passiert, wenn ich es unseren Freunden sage. Wem glauben sie denn? Yeah. Glauben sie mir? Oder glauben sie ihm? Oder glauben sie keinem? Oder kommt dann so dieser Spruch, ja, aber du hast ihn doch provoziert. Yeah. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn provoziert haben sollte, indem ich gesagt habe, hey, ich komme mit zur Bank, damit dir nicht irgendwas passiert, weil du offensichtlich viel zu betrunken bist, um alleine durch die Innenstadt zu laufen an so einem Abend. Ja, oder ob sie sein Verhalten eben legitimieren, weil er zu besoffen war. Weißt du? Ja, oder weil er eben besoffen und ach, da wusste doch nicht mehr. Oder weil er eben auch aus dem Freundeskreis ist. Das ist ja eben das. Und ich habe es ist auch ein bisschen makaber, weil ich bin heute oder dieses Wochenende jetzt, an dem wir den Podcast aufnehmen, bei meinen Eltern und ich sitze in meinem Kinderzimmer und erzähle jetzt diese Geschichte. Und ich sitze in dem Zimmer, in dem ich damals ins Bett gegangen bin und nicht wusste, was ist jetzt eigentlich, was passiert jetzt. Ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich die nächsten 2 Tage überlebt habe, weil es einfach so, das Problem, was ich damals hatte, ich war 16. Heute mit 22 würde ich anders darüber denken, aber mit 16 wusste ich nur, das, was hier passiert, das soll so nicht passieren. Ich wusste aber nicht, was soll ich denn sonst tun? Und ich wusste auch nicht, was passiert, wenn ich es jetzt meinen Eltern erzähle oder meiner besten Freundin oder meinen Freundinnen. Und dann habe ich es niemandem erzählt. Und ich habe bis vor 2,5 Jahren niemals jemandem davon auch nur ein Wort gesagt. Und vor 2,5 Jahren kam das tatsächlich nur wieder hoch, weil mein damaliger Partner irgendwann zu mir gesagt hat, wenn ich dein Gesicht noch länger sehen muss, dann kann ich dir nicht dafür garantieren, dass mir nicht irgendwann mal die Hand ausrutscht. Was? Und er hat, also mein Ex-Partner hat mich nie geschlagen. Er hat mir auch keine körperliche Gewalt angetan, aber dieser Trigger, wenn du das jetzt nicht tust, dann passiert das und das. Das hat bei mir letztendlich dazu geführt, dass ich dann endlich nach 3,5 Jahren, ein bisschen mehr Zeit war es, mit jemandem darüber gesprochen habe. Aber ja. Glaubst du, dass es vielen anderen Frauen oder Mädchen auch so geht, dass es ihnen gar nicht bewusst ist, dass es eine Vergewaltigung ist? Vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein sehr enger Freund ist und der, weiß ich nicht, eine sehr enge Bindung zu ihr hat und dann, weiß ich nicht, ist seine Hand an der falschen Stelle und er versucht das, weiß ich nicht, so und drängt sie so irgendwie, aber sagt zum Kommen, wir sind ja befreundet. Also, weißt du, was ich meine? Dass viele denn das gar nicht bewusst ist oder dass sie nicht aufgeklärt genug sind durch die Schule oder durch die Bildung, dass das eigentlich Vergewaltigung ist und was man dann also danach machen soll, wenn einem sowas passiert. Also ich glaube, dass es vielen jungen Mädchen so geht, wie es mir ging. Die machen dann halt mit, die reden sich vielleicht am Anfang noch schön. Ich meine, es ist ja dann meistens, also ich meine, derjenige, ich glaube, der war 2 Jahre älter als ich. Also das war jetzt auch kein allzu großer Altersabstand. Keine Ahnung, also ich kann jetzt nur von mir und von einer Freundin von mir sprechen, die was Ähnliches mitgemacht hat. Und am Anfang von dieser, keine Ahnung, halben Stunde, 20 Minuten, manchmal ist es ja auch noch viel, schon viel schneller vorbei, machst du dann noch mit.
Und dann denkst du dir so, okay, gut, also dann ist das jetzt eben mein erstes Mal oder dann ist das jetzt eben so und so. Und bei mir hat es dann zwischendrin auf einmal ist so der Groschen gefallen und ich dachte mir so, oh Gott, was mache ich hier? Ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Das ist falsch. Das ist gefährlich für mich. Und ich glaube, dass eben das Problem oder eines der Probleme an der ganzen Sache ist, dass diese Männer meistens aus dem Bekanntenkreis sind, dass man die kennt und dass man dann im Zweifel sagt, ja, aber das ist ja ein Freund oder ja, aber wir kennen uns ja und eigentlich ist er ja ganz nett. Also eigentlich ist es ja jetzt gerade gar keine Vergewaltigung, weil ich glaube, dass wir durch die Medien, und ich meine jetzt gerade nicht Nachrichten oder Dokumentationen, sondern ich meine gerade Medien wie zum Beispiel Serien oder Filme. Da werden Vergewaltigungen immer so dargestellt, sie ist angetrunken, er ist zwar auch angetrunken, aber weniger und die haben dann einfach Geschlechtsverkehr. Und sie wehrt sich vielleicht am Anfang noch ein bisschen und dann ist sie einfach irgendwann still und leidet nur noch. Ja. Viele wissen aber gar nicht, dass es eben noch so viel mehr sein kann. Und natürlich das eine, was passiert ist bei mir damals, war eben dieses Körperliche. Das andere allerdings, was passiert, ist das Psychische. Weil natürlich fühlst du dich dreckig und spülst dir dann, keine Ahnung, 40 Mal mit Listerine den Mund aus und duschst dich 4-mal am Tag und weißt eigentlich gar nicht, was du machen sollst. Aber das Schlimmere ist das, was in deinem Kopf abgeht. Und das ist die einzige Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, war, warum ich? Und war ich schuld? Weil als ich dann kapiert habe, dass es eine Vergewaltigung war, war eben diese Frage nach der Schuld bei mir ganz groß. Hätte ich was anders machen können? Hätte ich weglaufen sollen? Hätte ich ihm einfach eine reinhauen sollen und um Hilfe schreien sollen? Hätte Fahrradkette. Das ist so das, was man nicht mehr aus dem Kopf rausbekommt. Und was bei mir schlimm war, ich habe meinem jetzigen Ex-Partner, also nicht dem, der mir Gewalt angedroht hat, sondern seinem Nachfolger, letztes Jahr davon erzählt, weil es kam irgendwie eine Reportage im Radio. Wir waren auf dem Weg zu einem runden Geburtstag in meiner Familie. Und ich dachte mir so, komm, hey, wir sind jetzt so lange zusammen. Du gehst ja mit so einem Thema auch nicht hausieren. Du erzählst es ja nicht jedem direkt, wenn du ihn kennenlernst. Ja, klar. Und er hat dann damals so reagiert, ach komm, jetzt übertreib doch nicht. Heftig. Und da dachte ich mir dann schon, naja, also ich erzähle dir ja jetzt gerade nicht von irgendeinem exzessiven Saufgelage, sondern ich erzähle dir gerade davon, wie ich vergewaltigt worden bin. Und er meinte ja, aber solange es kein Sex war, ist es keine Vergewaltigung. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Alles, was dazu führt und alles, was mit der intrinsischen Motivation des Geschlechtsverkehrs unvereinnehmlich geführt wird, ist eine Vergewaltigung. Und es ist egal, ob das einvernehmlich ist, ganz einfach. Es ist nicht einvernehmlich. Du hast nicht gesagt, ich möchte das auch, ja? Genau. Und ich glaube, so ein Ding ist auch, nicht einvernehmlich kann sein, ich wehre mich von Anfang an und ich sage von Anfang an nein und es passiert trotzdem. Oder ich kann mich am Anfang nicht wehren, weil ich mich nicht traue. Ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mich nicht mehr wehren will. Nur noch will, dass es vorbeigeht. Vor allem ist es ja so, dass viele Männer, die ja zum Beispiel auch sagen, also erstens muss ich mich darüber aufregen, wenn, das ist mir nämlich in den letzten Tagen passiert, als ich über die Themen gesprochen habe und über die Themen, die wir jetzt im Podcast ansprechen werden, hieß es dann auf einmal, was ist mit den Männern und Jungs, die vergewaltigt werden? Das war so die erste Sache, wo ich mir einfach nur denke, Männer, ihr habt es nicht verstanden, worum es hier geht. Es geht darum, dass so vielen Frauen und dass diese Zahlen, die wir alle mit, also diese Statistiken oder diese Zahlen, mit denen wir hantieren gehen, abartig.
Das ist alles eine Dunkelziffer, ja. Das ist nicht die offizielle Zahl. Das ist also im ersten Sinne ist die offizielle Zahl so hoch, ja. Aber die eigentliche Zahl ist ja viel höher. Und die meisten Männer, die sagen so, ja, wieso hast du denn dich nicht gewehrt? Erstens, du bist ja nicht mal in der Lage, dich physisch gegenüber einem Mann durchzusetzen als Frau. Zu behaupten, ja. Null, null. Zweitens befinden sich die meisten Frauen in so einer Situation in einer Schockstarre. Sie fühlen sich gelähmt, weil sie so Angst haben oder so schockiert sind, dass der eigene Freund oder der eigene Bekannte Hand an sie anlegt und sie mit Gewalt vergewaltigen will. Da will mir einer sagen, du hättest dich ja wehren können. Ganz ehrlich, ich finde, in welcher privilegierten Gesellschaft sind wir überhaupt, dass wir sowas, wenn eine Frau wirklich förmlich nach Hilfe schreit, sei es bei Polizeidienststellen oder bei Bekannten, bei Angehörigen, und dann so krass, so krass ins Gesicht gesagt zu bekommen, ja, was hat's denn an? Oder du bist ja selber schuld, hast du ihn nicht irgendwie heiß gemacht und so? Ich meine, hallo? Das ist so, als würde ich sagen, okay, beispielsweise jetzt, der Kerl ist jetzt kein Mörder, nur weil ich ihn nicht beim Morden gesehen habe. Oder er hat mir jetzt, oder du wurdest jetzt nicht körperlich misshandelt, nur weil ich das nicht gesehen habe in dem Moment, aber du hast überall am ganzen Körper blaue Flecken. So genau mit so einer bescheuerten, privilegierten Einstellung haben wir derzeit zu kämpfen. Und nicht nur derzeit, sondern schon eine ganze Zeit lang. Ja? Und ich finde es einfach so lächerlich, dass Frauen oder Opfer, die sich schon trauen, so wie du zum Beispiel, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, im eigenen Kreise sich sowas anhören müssen. Ich meine, wo sind wir denn? Also was für mich auch einfach, das ist mir jetzt auch sehr, sehr viel durch den Kopf gegangen, bevor wir jetzt mit dem Interview losgelegt haben. Ich habe es meinen Eltern ja noch nicht erzählt. Ja. Wenn meine Eltern jetzt an diese Podcast-Folge kommen oder die hören, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß auch nicht, ob wir dann darüber sprechen. Ich weiß auch nicht, was in meinem Freundeskreis dann passiert. Oder in meinem Netzwerk. Ich habe ja auch einen Job. Yeah. Wenn jetzt einer meiner Geschäftspartner sowas zum Beispiel hört oder einer meiner Kollegen, ich weiß nicht, hat das dann für mich Konsequenzen? Das ist eine ganz normale Frage eigentlich. Also sie ist abnormal, aber es ist mittlerweile in unserer Gesellschaft einfach normal geworden, sich da auch Gedanken drüber zu machen. Und das Schlimme ist, dass wenn man sich schon traut, sowas zu sagen, und es sind viel zu wenige, die das tun, weil man eben viel zu viel Angst hat, nicht nur vor den Reaktionen, sondern auch vor den Konsequenzen, die das Ganze haben kann. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass wenn man gerade jemanden datet und der bekommt es mit, wie jetzt zum Beispiel bei mir, durch eine Podcast-Folge, andere Frauen machen das vielleicht anders. Ich wähle da jetzt auch schon einen Weg, der wesentlich öffentlichkeitswirksamer ist, oh Gott, als jetzt vielleicht eine Anzeige bei der Polizei. Und der bekommt es mit. Was mache ich denn dann, wenn der sich vielleicht vor mir ekelt? Ja. Oder ich habe auch schon mit Menschen drüber gesprochen, die dann meinten, naja gut, aber wenn ich sie dann, wenn wir uns daten, anfasse und sie hat vielleicht gerade ihre Periode oder sie ist vielleicht einfach gerade stinkig, weil wir uns streiten, ist das dann auch schon Misshandlung? Da sage ich, nein, das hat damit nichts zu tun. Ja. Es ist dieses... Mein bester Freund hat es schön ausgedrückt, er hat gesagt, es gibt leider genug Männer auf der Welt, die meinen, sie könnten den anderen Männern den Ruf versauen. Es gibt, also anders, nicht jeder Mann ist ein Vergewaltiger. Ja. Und auch nicht jeder Partner ist ein Vergewaltiger. Aber die, die das sind, die machen nicht nur uns Frauen Angst, sondern auch den Männern, ja, glaube ich. Weil das ja in uns Frauen was kaputt macht, was dann im Endeffekt unsere Partner, unsere Freunde
unsere Väter, unsere Brüder, unsere Großväter, unsere Onkel alle abbekommen. Ja. Und es gibt Frauen, die dann komplett auf Anti-Mann einsteigen und einen absoluten Männerhass entwickeln, so wie es ja auch Frauenhass gibt. Das gibt es. Es gibt Frauen, die Angst bekommen vor allen Männern, egal ob das jetzt kleine Brüder sind, der eigene Vater, der Nachbar, der Chef, der Busfahrer, Taxifahrer. Und es gibt Frauen, die bei jedem Mann damit rechnen, dass es irgendwann mal passiert. Ja, das ist ja auch genau diese Umfragen, die man zum Beispiel sieht. Wie verhältst du dich, wenn du zum Beispiel nachts unterwegs bist, zum Beispiel, ja? Da sieht man ja auch so Umfragen, dass viele Frauen darauf antworten, sie halten einen Schlüssel in der Hand, damit sie sich wehren können. Sie haben Pfefferspray dabei, sie haben dies dabei, sie haben jenes dabei. In dem Sinne von, sie schützen sich intuitiv, weil sie Angst haben, dass ihnen nach 20, 21, 22 Uhr etwas passiert auf der Straße. Und bei den Männern ist es so, nichts, ich gehe einfach spazieren. Weißt du, da sieht man schon so einen Unterschied. So, wir Frauen sind von vornherein durch die ganzen Geschichten, die wir so mitbekommen oder gerade am Mitbekommen sind, schon so eine Grundangst haben irgendwie. Und wenn man das auch wirklich mal dem gegenüberstellt, dass wir Frauen zum Beispiel auch in den eigenen Kreisen diese Vergewaltiger finden oder was, darüber rede ich jetzt auch ganz kurz, weil ich gerade die Folge bearbeitet habe oder geschnitten habe. Meine Clubschwester Mareike hat ja auch zum Thema Prostitution und Menschenhandel eine Folge aufgenommen und da ist es auch so, dass die Inge Bell, die Menschenrechtsaktivistin, auch gesagt hat, es gibt ja so Freierportale, und wo sich Freier untereinander austauschen, wenn es frisch Fleisch gibt und so weiter, neue junge Frauen und so weiter. Und da sagt sie, da sind ganz normale Männer dabei, da sind Lehrer dabei, Religionslehrer, Mathematiklehrer oder, weiß ich nicht, der Ladenbesitzer von nebenan und was weiß ich. Und dann denke ich mir so, krass, einfach nur krass. Es könnte auch dein Lehrer sein, der dich irgendwie am Ende komisch anschaut oder der Ladenbesitzer, der irgendwie zweideutig denkt bei dir. Das ist so heftig, wie krass das eigentlich ist und wie in eigenen Kreisen, sei es jetzt zum Thema Prostitution oder Vergewaltigung. Ich finde das irgendwie so beunruhigend. So wie kann man das was kann man dagegen tun? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Das Schlimme ist eben, dass es jeder sein kann. Und das Schlimme ist, dass es für dich als Frau, wenn du das erfahren hast, erfahren musstest, für dich dann eben immer so diese Frage ist, kommt das jetzt bei dem auch? Ja. Und was noch viel schlimmer ist, ich tue denjenigen dann ja Unrecht. Ich tue denjenigen Männern Unrecht. Ich tue meinem besten Freund Unrecht. Ich tue den Männern Unrecht, mit denen ich auf Dates gehe. Ich tue meinen Kollegen Unrecht. Nicht, weil ich das denen unterstellen würde, aber ich tue allen Männern Unrecht, bei denen ich sage, naja, ich kann es ja nicht zu 100% ausschließen. Von daher würde ich sagen, und das ist eben bei mir so, und das hat unfassbar viel Kraft und Überwindung gekostet und ganz viele Nerven und ganz viele Tränen. Ich habe mir Hilfe gesucht, nicht nur deswegen, aber auch eben durch den Ex-Partner, der mir Gewalt angedroht hat. Und habe das dann aufgearbeitet. Und es ist mittlerweile so, ich verstelle mich zwar nicht, wenn ich mit Männern auf Geschäftsmeetings bin oder im Büro oder auf Dates, niemals. Aber ich verhalte mich immer so, dass ich sage, ich bin safe. Und ich schaue immer, wo ist der Weg zur Tür? Ich schaue immer, habe ich Handynetz? Ich laufe abends mit dem Heimwegtelefon nach Hause. Das heißt, ich rufe beim Heimwegtelefon an, wenn ich irgendwo hinlaufe, von Freundinnen zum Beispiel zu mir nach Hause. Und telefoniere dann mit jemandem,
Das ist eine super Einrichtung. Es ist zwar schade, dass ich es wirklich jedes Mal mache, egal wie kurz der Weg ist. Und wenn es nur 500 Meter sind, das ist egal. Ich mache das jedes Mal, um nicht alleine zu sein. Und man sollte halt eine Sache nicht vergessen. Natürlich ist die Gefahr, wenn es einmal passiert ist, dass es einem in seinem ganzen Leben nochmal passiert, sehr groß. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, dieser eine Mann, und eigentlich war es noch ein Junge, vom Alter und von der Reife her, zumindest an das, was ich mich noch erinnern kann, war es noch ein Junge. Was es natürlich nicht besser macht. Ja. Im Gegenteil. Weil wer mit 18 sowas macht, der macht es auch nochmal. Ja. Aber ich tue den Männern Unrecht, die in meinem Leben sind und die mir sowas niemals antun würden. Meine Brüder zum Beispiel, mein Vater, mein bester Freund, sagt niemals nie, es ist so ein ganz makaberer Spruch, das weiß ich auch. Aber ich habe zum Beispiel jemandem, den ich gerade kennenlerne, das erzählt jetzt. Und der wusste nicht, wie er mit seinen Emotionen umgehen soll in dem Moment, weil es ihn vollkommen überfordert hat. Ja. Wie gehst du denn auch damit um? Was machst du denn? Und es, was ist denn richtig? Gibt es überhaupt eine angemessene Reaktion? Ja, richtig. Gibt es eine angemessene Reaktion darauf, wenn dir jemand sagt, ich wurde vergewaltigt? Nein, gibt es nicht. Und das ist auch gut, dass es das nicht gibt. Weil wenn es das gäbe, dann wären wir mittlerweile an einem Punkt, wo man eine 0815-Antwort bräuchte, um darauf zu reagieren. Du kannst darauf nicht richtig reagieren. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Institutionen, in denen man eine Frau erwischen kann, um sowas zu tun und um ihr sowas anzutun. Und ich glaube, bei mir, das klingt jetzt sehr hart, was ich sage, es war gut, dass es mir so früh passiert ist. Weil du dann länger Zeit hattest, das zu verarbeiten oder damit klarzukommen? Oder warum meinst du? Auch, aber weil es mich extrem vorsichtig gemacht hat. Und weil ich jetzt schon weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Und wenn es nochmal passiert, dann weiß ich, was ich tun muss. Weil es ist keine Freundschaft, keine Barbekanntschaft und Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber kein dahergelaufener Mann auf dieser Welt ist es wert, dass man sich in so einer Situation versteckt und leise ist, weil man sich das selbst schuldig ist. Und es ist auch sehr, sehr schwer, mit sich selbst danach wieder ins Reine zu kommen, weil man eben die Schuld, so war es bei mir, ich habe die Schuld am Anfang bei mir gesucht, nicht bei ihm. Es hat lang gebraucht, bis ich verstanden habe, es war nicht meine Schuld, sondern es war seine Schuld. Und natürlich, also eine Sache, die darauf kam ich gar nicht, bisher zumindest, das war zu sagen, naja, aber was ist denn mit deinen Freunden? Ja. Warum machst du denen keine Vorwürfe? Sag ich, ich kann ihnen keine Vorwürfe machen, sie wussten es nicht. Sie wissen es auch bis heute noch nicht. Und es ist so schwierig, darüber zu sprechen, nicht weil es mir so weh tut, sondern weil mir die Worte fehlen. Weil es manche Dinge gibt, die kannst du nicht in Worte fassen. Das hast du ganz richtig gesagt. Und ich finde es wundervoll und so stark von dir, und das sage ich wirklich mit Tränen in den Augen, dass du darüber gesprochen hast. Ich weine. Sorry. Sonst muss ich auch weinen. Aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, also wie ihr seht, die Opfer, denen sowas passiert, Frauen, denen sowas passiert, Mädchen, denen sowas passiert, sie sind nicht angezogen wie eine Domina. Sie sind nicht halbnackt durch die Weltgeschichte gelaufen. Sie sind nicht dicht durch die Welt gelaufen und haben sich an irgendwelche Männer rangemacht, sondern sie waren in den sehr, sehr, sehr vielen, vielen, vielen meisten Fällen unschuldig.
Und ich habe auch eine englischsprachige Dokumentation auf YouTube gesehen, wo ganz, ganz viele dieser Täter befragt wurden, woran lag das oder warum hast du oder wie suchst du dir dein Opfer aus? Und da war es immer alle, dass alle gesagt haben, die Unschuldigen, die Ruhigen, die ganz normal angezogen waren. Also sie wurden wirklich, wirklich befragt, kurzer Rock, Ausschnitt und so weiter. Und die meisten haben gesagt, nein, das waren wirklich ganz normale Frauen. Und ich finde, das sollte uns die Augen öffnen. Es sollte uns die Augen öffnen, dass wir, selbst wenn es 500 Meter nach Hause sind, das Hilfetelefon benutzen, um uns sicher zu fühlen, dass wir uns einander schützen, indem wir den anderen nach Hause begleiten, dass wir, selbst wenn es eine kurze Taxifahrt ist, den nach Hause führen. Und das ist auch an euch gerichtet, liebe Männer. Seid doch einfach mal Gentleman und begleitet die Frau nach Hause, um sie einfach zu schützen, wenn sie euch wirklich was wert ist. Wir sollten aufhören, Schuldzuweisungen zu treffen und zu sagen, hey, so in dem Sinne von Victim Blaming, du warst ja bestimmt schuld, du hast das rausprovoziert. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man jemandem antun kann, wenn man selbst betroffen ist. Ich glaube, Caro, das kannst du am besten sagen, wie du dich gefühlt hast, hast du ja gesagt, das war unglaublich schwierig und unglaublich verletzend, dass man sowas sich anhören muss. Des Weiteren, was ich jetzt noch aus dem Gespräch rausgenommen habe oder mitgenommen habe, ist, dass es dir auch in irgendeiner Art und Weise gut getan hat, darüber zu sprechen. Sei es jetzt, dass du dir professionell Hilfe geholt hast oder jetzt auch nachhinein in der letzten Zeit vor allem auch mit Angehörigen gesprochen hast und sie informiert hast. Klar, die einen, die kann man wegschmeißen, so wie sie reagiert haben. Aber die anderen haben ja dann schon irgendwie, ich weiß nicht, war das irgendwie ein Gefühl, was dir gut getan hat, weil du einfach mal auch intensiver darüber gesprochen hast? Also es tut auf jeden Fall gut, es den Menschen zu erzählen, weil sowas macht natürlich auch viel mit dir und sowas verändert dich auch als Mensch. Und wenn man dann danach einfach Wesenszüge hat, die man sich als Außenstehender nicht erklären kann, dann öffnet einem sowas manchmal die Augen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Bei den einen ist es mehr, bei den anderen ist es weniger. Die haben alle Geschichten, die sie zu erzählen haben. Und diese Geschichten bewirken irgendetwas in den Menschen. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, mit diesen Menschen zu sprechen, weil die eben noch besser verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Und warum ich manchmal vielleicht ein bisschen drüber bin. Und warum ich manchmal vielleicht ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, anstrengend bin, aber ein bisschen mehr outgoing und ein bisschen mehr crazy, auch am Arbeitsplatz, weil das einfach ich bin. Ich weiß nicht, wie das mit der Tat zusammenhängt. Aber glaube schon, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt, weil jedes Erlebnis, was einschneidend ist in unserem Leben, macht ja auch was mit uns als Mensch. Richtig, es prägt dich ja. Und es hat mir dahingehend schon gut getan, es den Menschen zu erzählen, weil ich wollte dann auch keinen Kommentar hören. Ich habe gesagt, ich erzähle dir jetzt etwas. Ich möchte, dass du das annimmst. Und wenn du etwas dazu sagen möchtest, dann sag etwas dazu. Und wenn nicht, dann nicht. Du musst da auch nicht drüber sprechen, was das in dir triggert und was das mit dir macht. Und es war für mich einfach sehr befreiend, es ihnen sagen zu können, weil ich würde jetzt nicht sagen, ich habe sie angelogen, aber ich habe ihnen auf jeden Fall was verschwiegen, ja, was nicht zu unterschätzen ist. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die mit sowas dann nicht klarkommen und die dann sagen, hey, sorry, das liegt jetzt nicht an dir. Das liegt jetzt nicht an dir, aber ich komme damit nicht klar. Ja. Ich dann sage, naja, gut, also es ist natürlich schön, wenn du das sagen kannst, aber soll ich dann damit besser klarkommen können? Richtig. Also wenn du schon als Mensch, dem ich es lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, erzählt habe, der nicht dabei war, der im Zweifel nicht weiß, wie sich sowas anfühlt, der damit schon nicht klarkommt. Oder ist es dann irgendwie vertretbarer,
Und toll, wenn du mir sagst, dass du damit nicht klarkommst, wenn ich dir erzähle, dass ich vergewaltigt worden bin. Das ist halt, also es hilft auf jeden Fall, weil man einfach so eine Last auch nochmal von den Schultern genommen bekommt und im Zweifel dann auch wirklich mitbekommt, was sind eigentlich richtige Freunde und was eher nicht so. Wenn man halt, wie du auch gerade gesagt hast, du hattest ja jetzt Freunde auch, die dich dabei unterstützt haben oder unterstützen und sich nicht von dir abgewendet haben und dich nicht sozusagen geblamed haben dafür, dass dir sowas passiert ist, dann, um das vielleicht nochmal so aus einer professionellen Sicht nochmal abzuschließen, aber du kannst dann auch gerne noch was dazu sagen. Wenn ihr jetzt niemanden habt, der oder die euch weiterhilft, euch zuhört, das annimmt und ihr wirklich Hilfe braucht, dann gibt es viele Beratungsstellen vor Ort auch bei euch. Ich werde euch mal so die zentralen Anlaufstellen auch in die Shownotes packen, sodass, wenn ihr sozusagen betroffen seid, vergewaltigt wurdet, sei es vor many, many years ago oder vor kurzem, je nachdem, dann wendet euch auf jeden Fall an diese Beratungsstellen. Die sind spezialisiert dafür, euch weiterzuhelfen. Egal, wie individuell eure Geschichte ist oder was euch widerfahren ist, Schlimmes, meldet euch unbedingt vor Ort und ruft dort an, holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine. Ich glaube, dass der größte Fehler ist oder das Schlimmste, was ihr euch selbst antun könnt, ist zu denken, dass ihr alleine seid und dass ihr etwas Schlimmes getan habt und dass ihr dafür verantwortlich seid, was mit euch passiert ist. Aber das seid ihr nicht. Wie ihr auch in diesem Beispiel erfahren habt, ihr seid nicht schuld. Ihr wart nicht schuld und ihr seid nicht schuld. Und ihr solltet euch selbst helfen, wenn euch das widerfahren ist. Weil es hinterlässt, wie ich gehört habe, in vielen Gesprächen und auch mit dir, Caro, es hinterlässt einfach tiefe, tiefe Spuren. Tut es auf jeden Fall. Also es macht was mit einem, nachhaltig und langfristig. Natürlich gibt es Menschen, die sowas dann den ganzen Tag mit sich rumtragen, jahrelang. Und es gibt Menschen wie mich, die das dann irgendwo ganz nach hinten in irgendeine Kiste im Kopf verpacken und ganz viele andere Kisten drüber stellen und dann ist gut und dann sieht man es nicht mehr und man denkt nur ab und an dran. Eine Sache, die bei mir, glaube ich, ganz gut war, dass ich es nicht direkt als erstes mit einer Freundin oder mit einem Freund besprochen habe, weil es einen auch als Freundin oder Freund extrem belastet, weil man eben nicht weiß, wie helfe ich der Person jetzt. Und mir hat es halt damals geholfen, dass ich dann wirklich zu jemandem gegangen bin, der sich mit der Psychologie des Menschen gut genug auskennt, dass er wusste, wie er damit umzugehen hat. Das ist vielleicht was ich euch raten kann. Erzählt es euren Freunden, wenn ihr irgendwann an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ich muss es jetzt einfach erzählen, weil es sich richtig anfühlt, es ihnen zu sagen, was mir Falsches widerfahren ist. Aber sprecht auf jeden Fall mit jemandem, der damit umzugehen weiß und dessen, so makaber es klingt, dessen Job es ist, sowas zu wissen. Ja. Weil wenn man sein ganzes Leben lang nicht damit in Berührung gekommen ist, und ich meine, das war bei mir ja auch so, ich war 16, ich war in so einer kunterbunten Pastellfarbenblase mit Einhörnern und Glitzerstaub und Pipapo und rosa Wölkchen und Zuckerwatte und keine Ahnung. Und dann kommt sowas und es trifft dich einfach extrem, wenn du darüber noch nie nachgedacht hast. Und deswegen, diese Menschen können einem auch einen ganz anderen Rat geben. Die können dann sagen, hey, also die gehen dann auch auf dich ein, die sagen, naja, also wie ist das mit Anzeige, mit Eltern, mit Partner, was triggert das bei dir, welche Ängste hast du, worüber denkst du nach, und die arbeiten das dann mit einem auch zusammen auf. Egal, ob man jetzt zu einer offiziellen Beratungsstelle geht oder auch zu einem Psychologen. Ja. Auch sowas kann man zum Beispiel machen. Oder es gibt auch sicherlich einige Selbsthilfegruppen, anonyme Gruppen, so wie die anonymen Alkoholiker, gehe ich stark von aus, dass es auch Gruppen gibt für anonyme Vergewaltigungsopfer, die dann eben doch nicht mehr ganz so anonym sind. Ja. Aber einfach mit jemandem zu sprechen, der weiß, wie er mit Menschen umgeht, denen so etwas passiert ist, das hilft ungemein. Weil wenn ihr sowas euren Freunden erzählt und die können damit nicht umgehen, und die wenden sich von euch ab,
ist im Zweifel das, was getriggert wird bei euch im Kopf. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe auch noch einen Fehler gemacht damit, dass ich es erzählt habe. Ja. Und dann seid ihr irgendwann an dem Punkt, wenn ihr es gar nicht mehr erzählen könnt. Und das ist ja genau das, was nicht passieren darf. Ich habe tatsächlich dazu zu dem Thema auch in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram bekommen. So wie gehe ich denn zum Beispiel auch mit einer Person um, wo ich weiß, sie ist Opfer von häuslicher Gewalt auch oder wurde vergewaltigt. Ich weiß nicht, was ich als Freundin oder ein Freund machen soll und so weiter. Da habe ich auch gesagt, das Beste, was man auf jeden Fall machen kann, ist, diese Leute an Beratungsstellen oder Psychologen zu verweisen, weil bevor man als Freundin dasteht und nichts tun oder sagen kann und wie du gerade selbst gesagt hast, dem Opfer sozusagen das Gefühl gibt, oh mein Gott, jetzt habe ich was Falsches gemacht und jetzt judge die mich am Ende, leitet sie einfach gerne, das ist wahrscheinlich die größte Hilfe, die ihr bieten könnt, leitet sie einfach weiter an Beratungsstellen oder Psychologen, weil sie sind Experten und Expertinnen darin, wie man damit umgeht, was man macht, wie man das verarbeiten kann, wie man zumindest in irgendeiner Weise daran arbeiten kann, dass die Opfer damit versuchen zu leben, ohne dass sie jeden Tag Suizidgedanken haben, weil sie sich minderwertig fühlen oder schuldig oder weiß ich nicht. Also ich habe auch jedem gesagt, Beratungsstellen sind das Erste und das Beste, was ihr machen könnt. Aber ja. Liebe Caro, was sind denn so deine Schlussworte an unsere Community oder an unsere Zuhörerinnen oder vielleicht auch Betroffene, die selbst Opfer von Vergewaltigung wurden? Was sind deine letzten Worte? Meine berühmten letzten Worte. Vielleicht fange ich mal damit an, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, denen sowas passiert ist, die sich nicht getraut haben, was zu sagen. Und die sich vielleicht trauen, wenn immer mehr von uns etwas sagen und den Mund aufmachen, sagt es irgendwann, weil es hilft. Und im Zweifel sortiert ihr damit, dass ihr es sagt, auch die Menschen aus, die sowieso nicht in euer Leben gehören. Und ich habe es vorher schon gesagt, kein Mann der Welt und natürlich gibt es sowas auch mit Frauen, also kein Mensch der Welt ist es wert, dass ihr nach so einer Aktion euren eigenen Wert und eure eigene Sicherheit, eure eigene Gesundheit so unter den Scheffel stellt und so kaputt macht, aus Angst, was jemand anderes darüber denken könnte. Vielen Dank, liebe Caro. Die letzten Worte hättest du nicht besser treffen können, finde ich. Ich danke dir für deine Zeit und für deine ehrliche Art und darüber, dass du den Mut hattest, darüber zu sprechen. Wie du sie dir, liebe Moni. Oder gemerkt hast, ich habe zwischendrin geheult. Und ich stehe auch dazu, weil wie gesagt, wenn man dich anschaut, und es geht wahrscheinlich auch vielen anderen Opfern so, man merkt es nicht. Ja? Also die scheinen so normal zu sein, so lebensfroh, so lebenslustig, so humorvoll und einfach so mitzubekommen, sowas mitzubekommen, dass so einer Frau wie dir das passiert ist, ist einfach sehr schwer für mich zu schlucken, ehrlich gesagt. Aber ich bewundere dich dafür umso mehr, dass du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist und du bist meiner Meinung nach ein sehr, sehr tolles Vorbild für viele andere Frauen, die in einer ähnlichen oder in derselbigen Situation gewesen sind oder betroffen sind zumindest. Und ich möchte dir einfach nur danken, dass du das alles mit uns heute in dem Podcast geteilt hast. Vielen lieben Dank dafür. Danke dir, Moni, fürs Zuhören. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde euch dann die Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt, verlinken in den Shownotes. Ansonsten, liebe Community, kommen in den nächsten Tagen sehr weitere heftige Themen auf euch zu zum Thema häuslicher Gewalt. Ich habe auch ein Interview mit einer Aussteigerin, eine Ex-Prostituierte. Sie hat auch in der Öffentlichkeit sehr engagiert darüber gesprochen, beziehungsweise engagiert sich sehr dafür für diese Themen, beziehungsweise für das Thema. Also seid gespannt, es kommt viel auf euch zu. Und vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt.